Aber siehst du, Peabody. Peabody. Ja. Und ich behaupte immer auch, er ist halt Rock und nicht Rook. Er ist Roark. Roark. Rook. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Siehst du, was der Knopf macht? Ja. Was macht er? Er lässt das Teil nach oben fliegen, statt nach unten. Bei den Kubik. Okay, ich hab's verstanden. Mach mal dein Portal bei 2. Yep. Und dann mach das gleiche, was ich mache. Also du stellst dich dann jetzt nicht bei meinem Portal hin, sondern bei dem anderen. Na? Yep, stehe. So, warte. 3, 2, 1, go. Hast du den Kubik? Das war gerade kein Kubik da. Jetzt käme der Kubik erst. Okay, dann müssen wir das zeitversetzt machen. Warte mal kurz, welches habe ich da gesetzt? Ich habe das gesetzt. Damit ich hier wieder raufkomme. So. So. Ja, du musst gucken, wann der Kubik kommt, damit du den Kopf drücken kannst. Kannst du nicht einfach gucken, wann der Kubik kommt und dann ja. Das so? Nee. Okay. Los. Das war ein Tick zu langsam. Das heißt, wenn er gerade runterfällt. Mord, die Zeitverzögerung. Du hast losgesagt, ich hab gedrückt. Nee, aber wir haben da einen Vorteil jetzt, weil der bleibt stehen, bevor, wenn er umschaltet. Das heißt, ich habe Zeit, um da reinzuspringen. Dann mach nochmal. Spring einfach. Was? Spring einfach. Der bleibt stehen am Knopf. Okay, das war ganz gut. Das war Timing. So. Ja, du hast drauf und direkt nach oben geflogen, hatte ich keine Zeit mehr. Komm nochmal Mann, rein. Mann, ey. Hallo, denk mal mit. Beeil dich mal ein bisschen. Mach hin. Und da habe ich ihn. Ja, auch lange genug gedauert. Kann man schon sagen. So, wohin muss der jetzt? Na, da in die Richtung, die ich gucke. Nein. Ja. Muss der hin? Lass fallen! Morty. Welchen fallen lassen? Ah, ist schon durch. Okay. Achso, nee. Normalerweise, wenn man den fallen lässt, steht der. Was macht das jetzt? Ich weiß noch nicht. Lass mich mal gucken. Nimm mal weg. Ah, dann hört er auf, die Dinge zu drehen. Auch nochmal hin. Oh, ich will so sterben. Was machst du? Hast du? Ja, es ist steht. Auf die Plätze, fertig, runter. Oh
Okay. Ja. Ja, du kannst gerne. Warte mal. Du hältst den Kubik, ne? Ich muss den festhalten, sonst geht der Ventilator wieder an. Ich weiß. Warte. Ich gucke. Du bist sicher, okay. Natürlich bin ich hier. Du bist tot. Ja, ich bin tot. Hast du es gerade probiert oder was? Ich dachte, dein Portal steht noch da und ich könnte eventuell die Zeit nutzen. Nein. Aber dann bin ich über die Brüstung gesprungen. Probier mal was. Ich werde zwar sterben, aber ich probiere es trotzdem. Ich weiß, wie es funktionieren soll. Du hast doch da ein Portal gemacht bei dir. Ja. Das heißt, du hättest hier vorher noch ein Portal haben müssen, dann. Morty, sehe ich wirklich so dumm aus? Aktuell muss ich sagen, hast du einen sehr interessanten Körperbau. Du kannst nicht mal kreuzweise. Immer wieder gerne. Morty, sehe ich wirklich so dumm aus? Mach die Webcam an, dann kann ich vielleicht beurteilen. Aber aktuell würde ich sagen, nein. Morty, lenk den Strahl mal hier in das Häuschen rein. Geht nicht, komm nur runter. Doch, du kannst es auch ein bisschen... das geht ein bisschen nach oben, glaub mir. Muss nur ein bisschen drehen. Nee, nicht so drehen. So hoch. Du musst den hier reindrehen. Geht nicht. Dreh mal den Kubik. Nicht dich mit dem Kubik, dreh den Kubik. Wie dreh ich denn bitte den Kubik, ohne mich zu drehen? Ja, du fährst ihn anders an. Schmeiß ihn mal irgendwo hin. Wir ändern den Plan. Du kommst hierher. Ich hoffe, du verstehst, wo es hingehen soll. Oh, ich komme hier noch gar nicht weg. Aber du kannst den Portal hier hinsetzen und dann da drin? Morty, ich frage nochmal, wie dumm sehe ich aus? Wie ein langer Lulatsch. Ja. Selbstverständlich geht es nicht, sonst hätte ich es schon längst gemacht. Da ist eine Wand. Da ist so eine kein Zutrittwand. Ich geh mal sterben. Siehst du mal, die Wand sehe ich halt nicht. Ja, aber dir muss doch wohl klar sein, dass wenn ich das nicht mache, dass das dann auch nicht geht. Oder? Mhm. So, lass mich mal. Geh mal weg. Aber das geht. Warte mal. Das geht. Das heißt, warte. Wir machen da ein Portal. Wir machen da ein Portal.
So, pass auf, du hältst es so fest. Okay. Okay? So, und mach deine Portale dahin, wo ich sie gerade gemacht habe. Sehr gut. Muss ich festhalten? Ja, du musst es festhalten, sonst geht es ja nicht hin. Weil eigentlich... Na, jetzt erstmal nicht. Jetzt musst du mir den Ventilator erstmal anhalten, Monty. Danach kannst du es hinstellen. Aber einen Ventilator brauche ich. Ja, ja. Erstmal einen Cookie essen. Außerdem mach doch einfach dein Partner-View-Dingsbums, dann siehst du doch, wie es hier aussieht. Lass mal los. Stell den mal hin. Stell ihn anders hin. Ja, warte. Bleib mal bitte stehen. Danke. Nicht einfach ein Portal. 3, 2, 1. Weil ich die Wand nicht gesehen habe. Ja, aber die muss doch klar sein, dass ich ein Portal mache, wenn ich eins machen kann. Ja. So doof bin ich auch wieder nicht. Sehr gut, ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig, denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Mhm. Jetzt hat sie sich selbst das Wort abgeschnitten. Das ist ja clever. Nein, das regt mich gerade echt auf, dass du mir unterstellst, dass ich nicht einfach ein Portal machen kann. Vor allem, du hast doch gesehen, dass meine Portale weg sind. Nee, hab ich nicht. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. Nein, ich sage jetzt nicht. Arschgeige.